Reagieren wir auf Save Your Christmas, Artikel 14, was die für Videos schon gemacht haben, Reaction. Ja, so lange ist das jetzt nicht, aber wir reagieren auf Videos, die schon Artikel 14 gemacht haben. Es haben bis jetzt so zwei Videos gemacht. Sieht man jetzt gerade nicht, ich und so ein junger Mann. Und ich habe ein bisschen reingeschaut und habe gedacht, ja, den muss man mal angucken. Der ist ein bisschen witzig. Ich weiß, über sowas soll man nicht lachen, aber da kann man die Lache eigentlich nicht fast verkneifen, weil, ja, keine Ahnung. Aber ihr seht ja, warum und weshalb ich ein bisschen geschmunzelt habe. Und los geht's. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Kirmes. Wisst ihr, warum ich ein bisschen geschmunzelt habe? Weil ich dachte, ich kann schon nicht reden, aber er verdreht die Wörter so, dass man fast nichts versteht. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann weiß man schon, was er labert. Aber ja, puh, das ist schon heftig. Und wie fandest du das jetzt? Ja, musst du auch erzählen. Kein Daumen. Gut. Ja, und warum fandest du das gut? Nur ein bisschen. Ich fand das eigentlich mittelgut. Ja, warum? Weil das bei denen so geleckt hat. Ja, der spricht so komisch, aber der kann ja nichts hören so. Und wir gucken einfach mal weiter, was der noch labert. Stopp, Artikel 14. Ohne Scheiß. Das leckt vor ihm. Mhm. Ohne Scheiß. Ganze Straße. Heftige. Ist er. Stopp, Artikel 14. Das versteht man nicht so, aber ihr müsst in griechische Studios gucken, da kommen so viele, ich weiß nicht, so viele wegen Artikel 14 auf der Straße und sagen, Artikel 14 weg und so. Das wollte er mit ausdrücken, schätze ich. Und Artikel 13 auch. Beide müssen stoppen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat so ein Blatt geschrieben und irgendwie so geschrieben, wie ich manchmal schreibe, weil manchmal denke ich was nach und schreibe mir das auf und dann habe ich vergessen, dass der Anfangssatz überhaupt nicht zusammenpasst und er hat das so geschrieben und dann liest er das so vor und denkt so, Scheiße, was habe ich da geschrieben? Wie soll ich das jetzt machen? Egal, dann sage ich einfach so, wie das auf dem Blatt steht oder irgendwie so, keine Ahnung. Den Link Nina, sag doch mal was. Video in Beschreibung, wenn da gucken und ja, stopp. Ja, dann warum habe ich dann gesagt, ja, wir reagieren mit Lena zusammen und du musst auch was erzählen. Weil sonst war das so schwachsinnig, dann hätte ich auch alleine alleine gucken können. Ich weiß ja nicht, was ich sagen. Ja, irgendwas. Artikel 14. Ohne Scheiß. Vielleicht nächstes Jahr gibt kein Weihnachten. Nicht mehr. Ich muss ja Weihnachten geben. Das Ding ist, das wird verboten werden. Oh Gott. Stopp, Artikel 14. Ich sag. Also ich hätte so gemacht, das Video ganz neu gemacht und einfach gesagt, ja, stopp, Artikel 14, weil er wiederholt sich öfters und warum man das stoppen soll und... Ja, wieso macht er das? Und ja, weil er wirklich helfen will. Er will ja nichts Böses. Save Your Christmas, dann muss man dann sagen, ja, Artikel 14 zerstört Weihnachten. Warum? Dann zeigt er diesen Artikel kurz und sagt, also liest das kurz vor und sagt, das müssen wir verhindern. Unten ist in der Videobeschreibung dieser Link, wo ihr das verhindern könnt. Da geht's zum Video, wo ich das herausgefunden habe. Und das war's. Bis zum nächsten Mal euer so und so oder irgendwie irgendwas sagen. Dann ist das schon fertig. 3 Minuten Video und das war's. Aber er streckt das so in 6 Minuten, erzählt das immer das Gleiche. Wenn er
nicht, dass er gleich erzählen würde und immer was Neues sagt. Dann ist mir das ja eigentlich egal. Ist mir auch egal, dass er 6 Minuten jetzt gestreckt hat. Aber irgendwann werden die Leute sagen, ja, das ist voll langweilig und klicken weg. So ein Tipp von mir, wenn du das irgendwann siehst, ich glaube eher nicht, aber ja. Nochmal, Stopp, Artikel 14 und 13. Warum sollte man es stoppen? Ja, wegen Weihnachten. Aber warum? Was passiert mit Weihnachten? Das hat er noch nicht so ganz erzählt, ne, Lena? Also ist schon Weihnachten geht vielleicht nächstes Jahr weg und so, aber warum geht nächstes Jahr das weg? Das erzählt er nicht so ganz ausführlich, aber das ist jetzt egal, finde ich. Und ja. Ich auch. Das war ein kurzes Video von Der sagt, das ist jetzt das kurze Video. mir. Es Oh, geht noch 4 Minuten. es geht noch 4 Minuten. Das habe ich aber auch mal gehabt in einem Video. Ich sage ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Ordnung gebe 1 oder so. Ach ja, dann erzähle ich noch 2 Minuten irgendwas. Und ich glaube, Stopp, Artikel 14, sonst gibt Das hat schon wieder keinen Sinn gemacht. Ich glaube, Stopp, Artikel 14. So strange einfach so gesagt jetzt. Kein Weihnachten nicht mehr. Und Ich will einmal kurz gucken, wie der bei anderen Videos redet. Weil er hat ja noch ein paar andere Videos und ja. alle Kinder weinen, alle Familie weinen, müsste stoppen. Auch Artikel 13 müsste auch. Und auch Artikel 13, schon das fünfte, siebte Mal gesagt. Ja, das nervt. Stoppen. Sonst kein Internet. Ja, hä? Kein Wort. Ja, kein Internet. Ich weiß schon, was er meint. Internet ist da. Aber du kannst keine Videos mehr produzieren, gar nichts mehr bei Artikel 13. Bei Artikel 13 kannst du keine Videos mehr machen als kleiner. Ja, wie soll man sagen, als kleiner YouTuber, die werden dann gelöscht, glaube ich. Ja, weil, ja, dann geht ihr einfach auf meinen Artikel 13 Video und dann habe ich das ein bisschen ausführlicher gesprochen und habe noch ein Video runtergeschrieben in meinen Videobox, also im Kommentarteil. Und da ist jetzt noch ausführlicher gesprochen und so und ja, wir werden jetzt weiter gucken. Gut, er erzählt, warum Artikel 13, aber er wollte ja eigentlich Artikel 14. Artikel 13, da hätte man dann schreiben, Artikel 13, 14 müssten gestoppt werden. Aber wenn er nur Stopp Artikel 14, würde ich schon auch ein bisschen über Artikel 13 kurz sprechen. Ja, stopp auch noch Artikel 13. Warum? Geht an meinen anderen Video. Oder du hättest in ein Video machen können. Oder dann hättest du den Video beschreiben, also in diesen oben ändern sollen. Also nur Ja, so, ja. da hätte ich Stopp Artikel 13 und 14. 14. Weil er redet ja gerade über Artikel 13 mehr. Ja. Also Google bleibt bestehen. Also was er da sagt. Nicht. Es wird Instagram ein bisschen zerstört werden. YouTube und halt andere Plattformen, wo man Fotos und Videos drauf machen kann. Oder beziehungsweise Streams. Und jetzt hat er kurz überlegt, was er noch sagen soll. Und dann will er jetzt bestimmt sagen, ja, Stopp, Artikel 13, nicht Spaß. Ja, also zum Stoppen. Nächste Video kommt vielleicht nächste Woche. Nächste Woche ist Kranger Weihnachtskirmes. Wie ihr schon mitbekommen habt, wird Kranger größte Weihnachtskirmes der Welt. Also ich würde sagen, er wird richtig das ne? Er wird richtig schlechte Kommentare bekommen, weil
Weil er kann nicht so reden. Das ist ja jetzt nicht schlimm, finde ich. Aber er kriegt bestimmt Hate-Kommentar. Scheiße, du gehst sterben. Du kannst nicht reden, wenn du 1 Million Abonnenten hast, die du eh nicht kriegst. Sagen, Kacke, warum machst du immer noch weiter? Ja, das macht keinen Sinn. Warum hat er dann 1 Million Abonnenten, wenn die das gucken? Also ich finde ihn sympathisch. Aber ich würde sagen, mit YouTube, ja, würde ich persönlich sagen, kann er nicht viel anfangen. Wegen seinen Sprachfehler. Weil keiner kann ihn dann mehr verstehen und gucken, klicken einfach weg. Ja, nur meine Meinung. Aber ja, gut. Ich finde es mutig, dass er ein Video macht und so. Ja. Ja, finde ich wirklich. Obwohl er nicht reden kann. Ja, das finde ich voll mutig. Und der ist noch krank. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein YouTuber, der hat nicht geguckt auf dem Video, was er gelabert hat. Einfach nur gesprochen, wie ich es früher gemacht habe. Nicht gecuttet, nix. Einfach das gesprochen, was ich im Kopf hatte. Wie ich früher. Aber irgendwie, wenn er wirklich YouTube starten will, würde ich so machen, dass er richtige Sätze spricht. So cutten, dass er richtige spricht. Weil jetzt kann ich selber nicht mal reden. Richtige Sätze spricht. So cutten. Keine Ahnung. Komm doch. Komm wird mit 2 M geschrieben anstatt 2 O. Keiner kann schreiben und lesen mehr heutzutage. Oder überhaupt sprechen. Jeder dritte Mensch, glaube ich, war das so, kann nicht lesen. Ja, das hatte ich in der Schule. Wenn das bei ihm einfach, dann bringt das ja gar nichts. Dann müsste er bei sagen, stopp, also nicht stopp, sondern geh bei anderen Kanälen und schreib Stopp Artikel 14, Save You Christmas und dann, ja, so würde ich das sagen, aber jetzt nicht sagen, ja, schreib Kommentar, Stopp Artikel 14, ja, aber naja. Das Ding ist, wenn die Spam, werden die alle eh in den Spam-Ordner gebracht und dann werden die eh nicht gelesen. Wenn Warte, warte. Dann gibt es so einen Ordner und da werden alle Spam-Kommentare gelesen, die immer wiederholt werden. Und das wird dann eh kein Mensch mehr lesen und so. Das ist, ja, also Spam, naja, ein paar Mal kann man es ja machen, aber. Kopfschmerzen, wenn das noch einmal sagt, ey. Kein Scherz, was. Und sein Video laggt. Das ist jetzt nicht wegen mir, aber es ist bei ihm. So. Das weiß ich. Ich weiß, ich meine nur die Zuschauer, die gucken. Warte mal. Das ist ein Stream. Glaube ich. Er hat gerade gesagt, kannst du im Video mich grüßen? Dann gesagt er, ja, kann ich machen. Oder er hat das jetzt irgendwo gelesen unter sein Video, ja, kannst du mich grüßen? Dann hat er das gemacht. Ja, warum macht er es nicht, wenn er alle grüßen kann?
Also ich weiß gerade nicht, was er gelabert hat vorhin kurz. Ihr darf spammen. Ihr darf richtig voll spammen. Das ist mein Erlaubnis dafür. Kommentare voll spammen. Für mich hört sich das an, das ist wirklich extra, Mann. Also ich habe noch nicht so einen Jungen gesehen, dass er so spricht. Aber es kann wirklich so sein. Also von daher. Boah, wie oft. Warum sagt er keinen Namen dann? Verstehe ich nicht. Ich kann alle grüßen. Meine Frau schreibt. Gut, jetzt erzählt er noch Weihnachten. Glückchen aktivieren. Also sollen wir jetzt vergessen, dich abzu. Also sollen wir dich jetzt abonnieren oder vergessen, dich abzuabonnieren? Weil er gerade gesagt hat, vergessen zu abonnieren. Und dann ja. Keine Ahnung, ey. Ich weiß auch schon, was er meint. Nächste, ist das Video vorbei. Jo, ein Like gibt's. Warte, warte, ich will noch sein erstes Video sehen. Das passiert nicht. Antworte ihm. Wie dumm, wir haben's verstanden, dass wir es stoppen sollen, auch wenn es sich nicht passiert. Stopp Artikel 13 und 14 heißt ergänzt, das heißt du ja. Kannst du mich grüßen? 32 Abonnenten. Du kannst das auch abmachen. Nee, dann können wir aber nichts lesen. Hören, meinte ich. Ohne Scheiß. Jetzt kurz dein erstes Video angucken. Also jetzt ist Zeit für wenige Minuten des Monsters. Also da spricht er nicht viel. Deswegen. Es haben ihn dann null geliked. Also der hat jetzt auch da so gesprochen. Also ja, dann hat er wirklich so eine Krankheit. Der hat nur... Hier, wenn ihr das noch nicht... Hier, das Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, also hat noch keiner angeguckt, das finde ich traurig, sonst kriege ich immer mehr Aufrufe. Ich habe nur einen Aufruf und das ist von mir. Und das ist traurig. Traurig, dass ich auch mich geliked habe. Das müssen wir mal disliken hier, ey. Ich kann mich nochmal liken. Boom. Jetzt hören wir auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Roller Gemeins. Ich muss los mit dem Hund. Ciao. Lena will auch noch Ciao sagen, ne? Tschüss.